Hallo, wir sind Karin und Simone. Willkommen bei Sichtbar. Der Sommer, er kann starten. Heute geht es bei uns um die Bikini-Figur. Die Bikini-Zeit beginnt jetzt. Traut ihr euch in eurem Alter in ein Bikini? Man spricht ja immer von Arbeiten an der Bikini-Figur. Es ist übrigens nie zu spät, damit zu beginnen. Wir geben euch 5 Tipps. Wir verraten euch, wie ihr eure Figur bikini-tauglich und fit halten könnt, wenn ihr das wollt, und welche Bikinis ihr Ü50 gut tragen könnt. Tipp 1. Ich habe es ja schon gesagt, arbeiten an der Figur. Das ist immer so Arbeit. Naja, kann man langfristig machen, ganz langsam. Natürlich dann mit Ernährung, immer Bewegung, Fitness, immer so ein bisschen einbauen. Ne? Vielleicht ein bisschen Yoga, vielleicht ein bisschen Walken, vielleicht ein bisschen Joggen. Kurzfristig ist das ja so eine Sache. Waschbrettbauch kriegen wir nicht mehr so schnell hin, aber es gibt ja sowas wie ein Notfallset, dass man vielleicht abends auf Alkohol, Süßigkeiten verzichtet und dann noch so ein paar Yoga- oder Baucheinheiten macht. Kurzfristig kann man ja auch im Internet sich was raussuchen, damit man so noch ein bisschen im Shape ist für den Sommer. Ernährung hat natürlich langfristig Einfluss auf unsere Figur. Ne? Hier kommt wieder unser Mantra zum Einsatz: Vollkornprodukte wählen. In Brot, Reis und Nudeln verzichtet auf industriell hergestellte Lebensmittel, von Frühstücksflocken bis Fertigpizza. Keine süßen Getränke, Wasser und Tee, hört sich immer langweilig an, ist aber alles eine Sache der Gewohnheit, und Ausnahmen bestätigen die Regel. Kurzfristig könnt ihr für die Bikini-Figur Folgendes tun: Frühe Dinner einplanen, die nicht zu kohlenhydratreich sind. Das macht den Bauch nämlich flach. Das Bindegewebe bei Frauen in unserem Alter ist nach Geburten am Bauch ein bisschen weicher. Also ich merke das sofort, wenn ich am Abend vorher zu viel gegessen habe. Macht euch vor euren Ferien einen Wochenplan: Was esse und trinke ich? Guter Tipp. Wichtig ist, dass ihr euch regelmäßig bewegt. Es muss nicht immer die super Sporteinheit sein, aber regelmäßig bewegen. Wir sagen es ja auch immer, mal Treppe statt Fahrstuhl, mal aufs Fahrrad schwingen. Und dabei bleibt ihr schon mal langfristig gesehen einigermaßen fit. Das tut auch eurer Figur gut. Und was natürlich auch gut tut, ist Krafttraining. Das lässt die Muskeln so richtig brennen. Brauchen wir auch in unserem Alter, weil die Muskeln halt leider atrophieren. Sie werden weniger, also muss man ein bisschen mehr tun. Cardiotraining, das heißt, Walken reicht auch. Yoga, Pilates ist toll. Es kräftigt und dehnt und ja, lässt einen einfach so ein bisschen auch das eigene Gefühl für den Körper, was getan zu haben, wieder haben. Ja, jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche Bikinis, welche Bademode passt zu uns, welche Schnitte und wie kann ich die richtigen Bikinis, wenn ich denn mal wieder mich an einen Bikini rantraue, wählen und finden, Karen? Bademodentrends für Frauen in unserem Alter unterscheiden sich ja ganz schön von den jungen Trends. Zum Beispiel Criss-Cross-Bikinis sind jetzt nichts für uns wirklich. Ne? Das sind nämlich klitzekleine Bikinis mit coolen Schnürungen. Okay. Aber bei Hüftspeck und Bäuchlein sollte die Bikini-Hose einen breiteren Bund haben. Und ne, das sollte den Bauch so ein bisschen unterstützen und nicht einschneiden. Ne? Um die Silhouette zu strecken, kann sie einen höheren Beinausschnitt haben. Das ist immer ganz schön. Oder eine gerade Panty kann für die Figur auch vorteilhaft sein. Das Oberteil nach Brustgröße wählen. Bei einem kleinen Busen funktioniert zum Beispiel ein Triangel. Formen. Da gibt es mit Einlage oder ohne. Also ohne ist natürlich dann eher Nippelalarm. Mhm. Bei größeren Busen eher zum Bügeltop mit Verstärkung greifen. Das gibt Halt, und auffällige Badeanzüge sind Trend. Ne? Das ist nämlich auch was für uns. Mit ausgefallenen Volants, Raffungen, asymmetrischen Cutouts, transparenten Einsätzen oder verspielten Applikationen. Mhm. Also sie stehlen dem Bikini auch schon mal die Show, finde ich. Ja, stimmt. Aber auch schlichte einfarbige Badeanzüge sind absolut im Trend und überhaupt nicht langweilig. Ne? Das alles in Knallfarben macht sichtbar. Mein Favorit zum Beispiel ist der Monokini, der ein Verbindungsstück am Bauch hat. Wir blenden das auch mal ein. Das verdeckt ein wenig das, was man nicht zeigen möchte. Ich finde, dass er die sexy Version des Badeanzugs ist.
Und noch eins, kauft hochwertig, auch wenn es etwas teurer ist. Bademoden kommt nämlich nicht aus der Mode und die längere Haltbarkeit ist garantiert. Man zieht schon automatisch, finde ich, den Bauch ein, wenn man darüber spricht. So, die Frage ist jetzt, wo findet ihr denn die passende Bademode für euch? Im Internet? Ja, klar, kann man immer rumstöbern. Karin hat schon gesagt, hochwertig sollte es sein. Lieber ein gutes Teil, da hast du wirklich Jahre was von, weil es einfach toll aussieht. Also ich habe einen schönen Badeanzug mir mal vor Jahren bei Wolford geholt und der sitzt natürlich dann auch gut und shaped sogar noch ein bisschen. Wow, ist halt jetzt ein Badeanzug. Und da kann man einfach wieder Geduld haben, abwarten, das Ende der Saison abwarten und dann zuschlagen. Im Sale. Natürlich. Lieblingswort Sale unter anderem. Tipp 3. Mode- und Styling-Tipps sind natürlich auch ganz wichtig. Also wie kombiniere ich so ein Bikini? Stichwort ist wieder Accessoires. Ja, es ist ja immer das gleiche Final, ne? Strohhut, Baseballcap oder Buckethead, alles ist cool und funktioniert, wenn es luftdurchlässig ist und sich auch in die Badetasche falten lässt. Eine große Krempe sorgt natürlich für den nötigen Sonnenschutz und cool ist auch mal, sich ein Tuch in die Haare zu binden. Und die große, bunte Badetasche ist ein Hingucker und lenkt den Blick ab von dem, was wir verdecken wollen. Oder eine riesige Sonnenbrille. Die passt nicht vor dem Bauch. Da sind wir schon bei Tipps und Tricks und Verstecken. Was kann man noch alles tun, wenn man zum Beispiel aufsteht? Man liegt ja nicht nur, ne? Also ich zeige mich im Bikini nur im Liegen tatsächlich, ne? Aber wenn man aufstehen muss, sind Hemden ein guter Sommerbegleiter. Ja. Aus luftdurchlässigem Leinen sind sie optimal am Strand. Ne? Wenn ihr die Liege verlassen müsst, dann werft euch das mal eben über und schon seid ihr wieder gut angezogen. Und das Gleiche gilt auch für den Pareo. Ne? Es gibt auch im Netz da verschiedenste Knottechniken. Das lässt sich sogar zum Kleid umfunktionieren, ne? So hinterm Hals und so. Ja, also auf jeden Fall seid ihr da perfekt ausgerüstet. Wenn ihr, wie schön der Satz, wenn ihr aufstehen müsst, man könnte sich ja auch die kühlen Getränke bringen lassen. Genau. So, dann sind wir noch beim Bräunen am Anfang der Saison. Ja, man muss sich jetzt dann nicht, finde ich, jetzt in die Sonne knallen, aber so ein bisschen vorgebräunte Beine oder so, ein bisschen die Arme, ne? Das sieht schon schön aus. Und da kann man, also manche helfen da auch gerne nach, zum Beispiel mit Selbstbräuner. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, rasieren, peelen, weil sonst wird es leicht fleckig. Ne? Wenn es dann so orange Stellen gibt, mal mehr, mal weniger, sieht nicht so schön aus. Ja, und vor allem am Bauch, ne? Also der Bauch, es geht um den Bauch, Leute. Also bräunt den Bauch mal was vor und traut euch was. Nur den Bauch? Ja, wie soll man das machen? Nur den Bauch, der Rest bleibt im Schatten. Genau. So, Wohlfühlen mit einem trainierten Körper, gerade im Sommer, das ist doch ein super schönes Ziel und das wäre unser Tipp 5. Setzt euch realistische Ziele und akzeptiert auch mal, wenn es nicht so klappt. Es bleibt immer noch die Alternative Badeanzug. Genau. Also, durchhalten. Zum Beispiel gibt es ja sowas wie Erfolgstagebücher. Für mich wäre es jetzt nichts, aber das ist ja durchaus auch mal eine Möglichkeit, wenn man sich schon vorher einen Plan macht, dass man auch sagt, Plan erfüllt. Ne? Oder man geht in Gruppen und sagt, wir walken jetzt ein bisschen und setzen uns ein Ziel und bis dahin haben wir auf jeden Fall die Bikini-Figur. Ja, grundsätzlich können wir an unserer Figur arbeiten, insbesondere an der Bikini-Figur. Ne, das Wochenprogramm mit Ernährung entwickeln, wenig Kohlenhydrate zu uns nehmen, gezielte Sporteinheiten, das hast du ja schon erwähnt. Es gibt immer noch den Monokini als Alternative, den vorgebräunten Bauch und auch mal was wagen. Wir haben uns nämlich schon alle an die nicht perfekte männliche Badehosenfigur gewöhnt. Dann können wir uns auch mal an unsere Figur entspannt heranwagen, oder? Genau. Und auch beim Monokini braucht man ja einen vorgebräunten Bauch. Ne? Man sieht ja ein Stück davon. Wir gucken jetzt einfach mal alle schön nach Monokinis. Ist, glaube ich, ein Kompromiss zwischen Bikini und Badeanzug. Klingt gut. Ja, was macht ihr? Welche Lieblingsbadeanzüge oder Bikinis habt ihr? Schreibt uns das in die Kommentare, wäre super. Ja, und dann abonniert unseren Kanal und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.